Irgendwie fühle ich Ja. mich so alt und so Mhm. erschöpft und auf der Stufe 8, würde ich sagen. Meiner Stirn, so wie ein Wind. Ja, ein Wind, mega cool, ja. Das, was kommt denn da ins Sinn? Ja, Heiliger genau, Geist. würde ich sagen. Ja, Wahnsinnig Heiliger fest. Geist. Ja, ich habe kein Fenster offen beim Schlafzimmer. Das ist Ja, wirklich so, weißt du, ehrlich, ich ja. meine. Also ich kann es Heiliger wirklich Geist, so mega nicht. wirken, das ist so krass. Ey. Du hast doch mit dem Heiligen Geist fließen dein Geist raus, oder? Und über deine Hand oder direkt in deinen Körper. Und was passiert? Er ist sogar um dich herum, er bewirkt. Er ist voll da, er bewirkt all die Heiligen. Jetzt. Heiliger Geist, der dich so lieb. Du hast über alle Massen, das bist du gesagt. Das ist enorm. Das ist so krass. Ja. Es ist alles da, alle heilig, alles gut, was du dir noch vorstellen kannst, ist alles da, hast du alles in deinem Geist. Es ist ein riesiges Reservoir, das du hast in deinem Geist. Du hast in deinem Herz ist ein unglaublicher Schatz. Weißt? Das ist das krasse Erbe, das Neue Testament die ganze Zeit davon erzählt. Und wo im Alten Testament verborgen war, wo ein Geheimnis Gottes war, damit du wieder Sachen das nicht aufhalten kannst. Aber nachher im Neuen Testament ist total offenbart worden. Es ist genau das krasse Erbe, das Jesus hat, und wir einnehmen. Eben auch, oder? Wir sind mit noch zu genießen. Wir leben genau das gleiche wie Jesus auch. Genau das gleiche Erbe haben wir auch. Wie Jesus. Der Heilige Geist, das ist unfassbar, was da alles beinhaltet. Alles, jede Segnung, alles Gute, was du dir nur kannst vorstellen. Alles, was du dir hier ersehnt hast, das ist alles drin. Jede Heilung, Befreiung, Freude, Frieden, Liebe, bedingungslose Liebe und einfach alles Gute, was du da niemand findest auf dieser Welt. Das ist alles in Gott. Und Gott lebt in dir. Da hast du alles dort. Ja, alles in dir. Da müssen wir nichts, wenn wir nichts mehr vom Himmel ab und runterbeten. Nichts mehr. Gott muss uns gar nicht mehr geben, da ist schon alles gegeben. Weißt du? Ja, das ist so krass. Das ist. Ja, du kannst einfach abzapfen aus dem riesigen Schatz und der ist unendlich, wie sagt das? Ja. Und wie viel hast du jetzt von oben bis zehn? Körperverschwörung? Eigentlich nicht. Wie denn? Ich spüre nichts. Ich spüre einfach ganz fest jetzt immer noch den Wind und ja. die Stirnmulde. Es ist einfach wow. Ja. Es ist einfach der Kreis. Es ist einfach Jesus. Es ist einfach ja. Ja. das Bett. Ja, Und das das ist ist ja. Das Ja. ist so schön, ich Wow. kann Leute heilen, da hast du die ganze Zeit. Dann kannst du das auch machen. Dann kannst du die ganze Zeit Leute heilen. Es gibt nichts Schönes. Wenn du nur das Kind entdeckt, wie schön es ist, wenn du Schöpfchen gibst, Schöpfchen, oder? Wie Freude es das selber macht. Und jetzt kannst du das Lächeln aufs Gesicht bringen, nicht nur andere. Wir kommen richtig über den Geschmack, weißt du, ich meine, oder? Wenn du kommst richtig über den Geschmack, denkst du, oh, dann lebst du wieder und immer wieder, oder? Wie viel schöner ist, wenn du kannst in Leute Schmerzen wegnehmen, oder einfach, dass das übernatürlich, das Göttliche, einfach den Göttlichen Segen weitergeben, das ist enorm, das ist so schön. Es gibt nichts Schöneres im Leben als das. Ja, das stimmt. Eben, ja, das kannst du, ja, das kannst du ja auch, weißt du. Du hast den gleichen Heiligen Geist in dir wie Jesus.